Jo, moin Leute und herzlich willkommen. Oh, ich hab gerade ein paar Knetterhosen aufgehangen. Jo, hab aufgehangen, weil, jo, wir haben schön Sonne oben am Himmel und gefroren ist es. Also das ist dann mal richtig geil im Winter. Jo, legen wir los, ne? So, ich zeige euch jetzt erstmal kurz, wie es aussieht im Hof. Jo, ne, wir haben jetzt einen 8. Wintertag. Kühe habe ich jetzt alles gefüttert jeden Tag. Viel mehr habe ich nicht gemacht. Habe ein bisschen Wartung an Maschinen gemacht, aber nicht großartig. Ja, und jo, viel Stroh haben wir nicht mehr. Naja, gut, doch. Es war voll bis hier zu dem Pfosten. Also ist schon ganz gut was weg. Ja, heute haben wir echt nicht mehr viel. Also, na gut, aber ist ja bald der erste Schnitt. Da kann ich ja eine Wiese Heu schon mal machen. Also, gut, da haben wir noch ein bisschen. Naja. Sonst, oh, ne, Knetterbüchsen müssen trocknen, Getreide steht, wir wollen gleich Gülle fahren. Joa, sonst, joa, Mist haben wir ganz gut da liegen. Joa, den Kühen geht's alle gut. Falls sich wer fragt, warum wir gerade hier 170.000 Euro, also 176.000 Euro haben. Ja, wir haben nämlich, ja, habe ja die ganze Zeit die Kühe gefüttert und so. Und wir haben ja kaum Ausgaben gehabt, weil Unterhaltskosten, wir haben kaum Sprit verbraucht. Ich habe in die meisten Schlepper 20 Liter Wintersprit reingemacht und das hat dann gereicht. Ja, außer jetzt im Fendt, der ist jetzt halb voll oder so. Damit wollen wir jetzt Gülle fahren. Güllegrube ist auch schon ziemlich voll. Deswegen, wir können ja jetzt, also die Gülleordnung, also die Gülleverordnung schreibt eigentlich vor, wir dürfen morgen erst Gülle fahren, aber pscht. Und nicht jeder wissen, wir haben auch ein paar verbotene Sachen an unseren Geräten dran. Wie zum Beispiel am Fass ist auch noch ein Prallteller dran, der geht halt viel besser wie der Schwenkverteiler. Muss keiner wissen, müsst ihr ja keinem erzählen, dass ich das mache. Bestimmt ja auch nur ein paar Leute. Ja, so. Zapfwelle müssen wir mal dran machen. Ach, heilige zapfte Welle. So. Muss noch mal kurz gucken. So, los geht's. Wir müssen von der anderen Seite dran. Ja, ich will nämlich das große Stück jetzt vollfahren. Da habe ich jetzt richtig Bock zu. Deswegen haben wir schon lange gewartet. Gülle fahren, Mischstreuen hier, Junge. Rankloppen. Oh, ein paar Fässer wird es geben, aber ich denke mal, ganz voll werde ich es nicht kriegen. Aber gerade jetzt ist ja auch schön gefroren. Es soll bald Regen geben, aber Hauptsache das Loch ist leer. Und ein bisschen zum Starter fürs Getreide ist es auch. Der koppelt ja. Nee, alles gut, Minzi. Ja. Nee, ein bisschen zum Starter fürs Getreide ist es ja auch nicht schlecht. Deswegen, jetzt wird Gülle gefahren. So. Ja, mit dem Schlauchpack, das wollte ich gar nicht anfangen. Da setze ich mich dann mal dran. Aber im Moment ist alles ein bisschen stressig. Ja, schaut doch gut aus, oder? Der Fendt hier steht. Ah, er hat noch ein bisschen mehr Handgas reinmachen können, aber ist ja fast voll. Ja, ich glaube 10,5 Kubik, ja, 10,7 Kubik gehen rein. Das ist ja schon eine ganze Ecke. So. So, dann legen wir mal los. Wir fangen oben an, arbeiten uns nach unten. Solange es oben noch gefroren, ja. Gut, solange es noch gefroren ist, dann können wir oben noch schön hinfahren. Ich weiß nämlich, es wird durch die Sonne, wird ja eh fast, ne, wird es ja eh gleich wieder auftauen, von daher, aber jetzt ist es halt noch schön gefroren und deswegen legen wir jetzt los und dann wird das gemacht. Ja, gut füttern, da mache ich jetzt auch, wenn wir dann wieder neue Sachen haben, dann mache ich dann auch wieder ein Video von, wenn wir dann wieder, im Moment ist halt alles ein bisschen knapp, Silo habe ich nicht mehr viel. Da ist echt kaum noch was da, also vielleicht muss ich da echt noch ein paar Ballen zukaufen, aber ich denke mal, das klappt noch. Ja, das Fahrsilo ist leer, wir haben jetzt nur noch die paar Ballen, die ich mal gepresst habe. Naja, müssen wir sehen.
Ja, jetzt kann ich ja gar nicht oben reinfahren. Oder doch, ich fahre einfach oben rein, das ist besser. Hier. Passt. So, dann fangen wir an. Ich hätte da vorne einfahren können über den Bordstein, aber nee, das wäre nicht so schön gewesen. So, ja, da unser Schlepper GPS hat, können wir das mal nehmen. Ich weiß, in echt, da macht das weiter runter wie hoch, aber naja, was soll's. Ja, das Fass ist vom Maschinenring, falls sich wer fragt. Wir können ja mal kurz gucken, wie weit das. So, ja, da drüben läuft's auch. Jo, 12 Meter, siehst du? Doch ein bisschen weniger. Machen wir 12,3, das müsste. Oder, ja, machen wir 12,1. So, das müsste eigentlich gehen. Zack. Oh, Passat. Oh, wo fangen wir denn an? Hier. Ich kann eh das Vorgebende nicht vollfahren, da muss dann irgendwann nochmal Kunstdünger hin. So läuft das. Schön Gas geben, nicht so dicke drauf. Haben eh nicht zu so viel. Ach, zum Glück hat er eine gute Kabine, Junge. Ja. Schriechen tut's. Glaubst du gar nicht. Eine wahre Pracht, du. Aber läuft. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schnell, aber. Passt. Muss ja. Wir wollen ja nicht so dicke drauf fahren, damit es wenigstens für eine Ecke reicht. Ja, siehst du, der haut ganz gut raus an Gülle. Zack. Ja, wenn es gefroren ist, dann klappt das. Wenn es jetzt gefroren ist, kannst du es vergessen. Aber jetzt geht's. Ja, wir sind zwar einen Tag jetzt vor der Gülleverordnung, aber ich glaube, heute fahren viele. Deswegen haben meine paar Fässer Gülle da, die habe ich schnell draußen. Das ist ja haupts, also das ist ja eigentlich keine Gülle, das ist Sutte, weil die Kühe, die sind ja auch Stroh. Also das ist nur Sutte, das kannst du auch richtig. Du kannst ja eigentlich auch dicker auftragen, aber ich mache es jetzt mal ein bisschen dünner. Dann ist gut. Ja, hoch auf Sutte, kann man so sagen, wie man will. Sutte fahren, werden wir Sutte fahren. Hier gibt's Lager nachher, dann hörst du dann im Dominator. Ja, der stoppt sich dann ganz schön dann. Immer mal einen kurzen. In Schrägförderer. Naja. Klar, ich könnte jetzt auch von unten drauf fahren, aber ich will jetzt nicht unnötig kaputt fahren, Getreide. Zack. So. Ah, jetzt können wir Allrad hier reinmachen. Ja, gut. Vergessen, naja. Macht nichts. Haha, im Echt haben wir schon mal gefahren mit dem Schwenkverteiler dann hinten. Und dann, weil dann die Gülle so dick wurde, als er unten gelaufen. Dann ist statt, was weiß ich, 10 Meter, was es fast gefahren hat, dann sind wir noch 5 oder 6 gefahren, alles auf einen Haufen. Und da hat der Fahrmähdrescher geknurrt, Junge. Aber naja, aber der Ertrag war gut. Die Trilikale war spitzenmäßig. Ich glaube, 8, 9,5 Tonnen Hektar oder so. Also das ist echt der Hammer. Jetzt sieht es gut aus. Sonst habe ich hier 70 oder so. Ja, jetzt sind wir zwar nicht vielleicht nicht ganz der, aber jetzt fahre ich die Fahrgasse hier runter. Ja, ich habe es ja extra hier mit Breitreifen, damit es dann nicht so einsackt, ne? Haben wir ja extra so genommen, weil irgendwann wird die Zeit kommen, da dürfen wir dann echt nur noch im Frühjahr fahren. Jetzt dürfen wir ja nur noch im Sommer fahren, vor der Zwischenfrucht und vor der Gerste. Vor nichts anderem mehr.
Und jetzt dürfen wir halt, jetzt auch im Frühjahr dürfen wir halt auffahren. Also die Zeit wird kommen, wenn du echt ein ganzes Jahr deine Gülle lagern musst. Wenn du dann nur noch ein paar Tage fahren darfst. Ja, schlimm, aber naja. Was soll's. So. Klar, du kannst auf keinen Ehrenbestand Gülle fahren, das macht keinen Sinn. Es sei denn, du hast Ehren, also ja, wenn die Getreide Ehren geschoben haben, wenn das Getreide Ehren geschoben hat, dann darfst du natürlich keine Gülle fahren. Weil sonst machst du ja alles kaputt. Klar, du darfst, aber machst du alles kaputt und bringt ja nichts. Es sei denn, du hast dann Güllefass hier mit Pflegebereifung, mit Randscheiben. Dann darfst du. Aber naja. Das so auch, aber gut, das ist dann dir überlassen, wenn es dann wie gewalzt aussieht. Naja, so läuft's aber. Einige haben das schon mal gesehen, einige haben es so gemacht, die haben so einen Schwenkverteiler eingebaut, dass er nur echt links fährt, dann sind sie immer am Rand dran langgefahren, weil die Lagune voll war daheim. Dann haben sie es voll gefahren, das Land von außen. Naja, gibt's auch. Aber naja, in die Verlegenheit kommen wir nicht. Güllekrug ist groß genug bei uns. Ah, ich habe geflunkert, die war nicht ganz voll. Da ist eigentlich nicht viel drin gewesen. Allerhöchstens ein Viertel oder so. Schätzungsweise. Aber naja, ich will Gülle fahren, deswegen. Sonst hätte ich das jetzt noch 2 Jahre speichern können. Aber ich denke mal, 7 Fässer können wir ja mal fahren. Und kostet ja, glaube ich, nur 7 € das Fass oder so. Das ist Gerd, der ist der Finanzberater. Der sitzt im Haus drinne und macht halt alles. Das ist seine Sache. So, zack. Und da hoch. Jetzt ist immer wieder ein Allrad. Ich brauche Allradautomatik in meinen Schleppern. Komm, jetzt fahren wir gleich hier vorne rein. Ja, wusste ich doch, das wird nicht. Das Fass ist nämlich unwendig. Das kannst du vergessen. Mit den dicken Schlufen drauf musst du richtig ausholen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt rumkommen. Ne, kannst du vergessen. Das wird nicht. Naja, was soll's. Ah, hier oben geht's. Naja, so ist er. Zack, GPS an. GPS. Ja, hier hinten, das fahre ich natürlich jetzt nicht mehr dann. Sonst gibt es da Lager an der Ecke, also Lagergetreide. Falls wer nicht weiß, was Lagergetreide ist, das heißt, wenn es nicht plattgewalzt, wenn dann einer im Baumarkt geht und sagt, ich brauche eine Tüte Legemehl. Oh du, jetzt schon. Das war im Winter. Naja. Gut, aber so läuft das. Das sieht doch von innen geil aus, ne? Ja, mit GPS, da ist das schon eine geile Sache. Da musst du nicht lenken und passt alles. Dass du hier schön egal drauf fährst, passt. Ja, liebe Leute, aber ich sag dann auch vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich habt ihr den Gestank. Ja, nicht so, ne, mir übel genommen oder vertragen sozusagen, ne? Ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Janni. Ciao.